May I please the tribunal? I wish to call as a witness for the prosecution, Mr. Otto Ohlendorf. Otto Ohlendorf. Where were you born? In Hoheneggelsen. How old are you? 38 Jahre. When, if ever, did you become a member of the National Socialist Party? 1925. When, if ever, did you become a member of the SA? Zum ersten Mal 1926. When, if ever, did you become a member of the SS? Diese Frage als SS-Frage angesehen. Well, when did you become a member of the SA? Im Jahre 1925. When, if ever, did you join the SD? 1936. What was your last position in the SD? Amtschef 3 im Reichssicherheitshauptamt. Turning to the chart on the wall behind your back, will you tell the tribunal whether you can identify... Nein, ich habe nicht verstanden. Turning to the chart on the wall behind you, will you tell the tribunal whether you can identify that chart in any way? Jawohl. Kann ich jetzt den Kopfhörer abhängen? Just turn around. Diese Zeichnung ist von mir vorher gesehen, vorher durchgearbeitet und kann daher von mir als richtig identifiziert werden. What, if anything, did you have to do with making up that chart? Diese Zeichnung ist während der Vernehmungen hergestellt. For the information of the tribunal, that is USA number 493, the chart of which the witness speaks. Ich habe Sie nicht verstanden. Will you tell the tribunal whether that chart correctly portrays the basic organization of the RSHA, as well as the position of Kaltenbrunner, the Gestapo and the SD in the German police system? Die in der Zeichnung wiedergegeben, das in der Zeichnung wiedergegebene Organisationsschema ist das Organisationsschema des Reichssicherheitshauptamtes gewesen. Und es gibt die Position sowohl der SD-Ämter als auch der Staatspolizei, als auch der Kriminalpolizei, richtig wieder. Referring once more to the chart, please indicate your position in the RSHA and state for what period you continued to serve in that capacity. What were the positions of Kaltenbrunner, Mueller, and Eichmann in the RSHA? And state for what periods of time each of them continued to serve in his respective capacity. Kaltenbrunner war Chef der Sicherheitspolizei und des SD.
Als solcher war er auch Chef des Reichssicherheitshauptamtes, der internen Organisationsbezeichnung für die Dienststelle des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD. Kaltenbrunner hat diese Position inne gehabt vom 30. Januar 1943 bis zum Schluss des Krieges. Müller war Chef des Amtes 4 der Geheimen Staatspolizei. Er hat bei Gründung der Staatspolizei die Vertretung des Chefs der Geheimen Staatspolizei bekommen und ist als solcher auch folgerichtig in die Stellung des Amtes 4 des Reichssicherheitshauptamtes eingerückt. Er hat diese Stellung bis zum Schluss des Krieges gehabt. Eichmann hat im Amt 4 unter Müller die Judenprobleme bearbeitet. Und zwar etwa seit 1940. Nach meinem Wissen hat er diese Stellung ebenfalls bis zum Schluss des Krieges gehabt. Did you tell us for what period of time you continued to serve as chief of Amt 3? Ich bin als Chef des Amts 3 von 1939 bis 1945 nebenamtlich tätig gewesen. Turning now to the designation Mobile Units with Army shown in the lower right-hand corner of the chart, please explain to the tribunal the significance of the terms Einsatzgroups and Einsatzkommandos. Der Begriff Einsatzgruppe wurde gefunden nach einem Abkommen zwischen dem Reichssicherheitshauptamt und dem OKW und OKH über den Einsatz eigener sicherheitspolizeilicher Verbände im Operationsraum. Der Begriff der Einsatzgruppe wurde zum ersten Mal im Polenfeldzug aufgestellt. Das Abkommen mit dem OKH und OKW wurde aber erst vor Beginn des Russlandfeldzugs getroffen. In diesem Abkommen wurde bestimmt, dass den Heeresgruppen bzw. Armeen ein Beauftragter des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD zugeteilt wurde, dem gleichzeitig mobile Verbände der Sicherheitspolizei und des SD in Form einer Einsatzgruppe unterteilt in Einsatzkommandos unterstellt würde. Die Einsatzkommandos sollten nach Weisung der Heeresgruppe bzw. der Armee den Heereseinheiten nach Bedarf zugeteilt werden. State, if you know, whether prior to the campaign against Soviet Russia,
any agreement was entered into between the OKW, OKH and RSHA. Jawohl. Der Einsatz der von mir geschilderten Einsatzgruppe und Einsatzkommandos wurde nach einem schriftlichen Abkommen zwischen Reichssicherheitshauptamt OKW, OKH geregelt. How do you know that there was such a written agreement? Ich bin wiederholt dabei gewesen, als die Verhandlungen, die Heydrich und Schellenberg mit dem OKW und OKH führten, besprochen wurden. Und habe außerdem das Ergebnis dieser Verhandlungen, das schriftliche Abkommen, selbst in die Hände bekommen, als ich eine Einsatzgruppe übernahm. Will you explain to the tribunal who Schellenberg was? What position, if any, did he occupy? Schellenberg war zuletzt Amtschef 6 im Reichssicherheitshauptamt. Damals, als er diese Verhandlungen im Auftrag von Heydrich führte, gehörte er dem Amt 1 an. On approximately what date did these negotiations take place? Die Verhandlungen haben mehrere Wochen gedauert. Das Abkommen muss etwa eine Woche bis zwei Wochen vor Beginn des Russlandfeldzuges abgeschlossen worden sein. Did you yourself ever see a copy of this written agreement? Jawohl. Did you have occasion to work with this written agreement? Jawohl. On more than one occasion? Jawohl, und zwar bei allen Fragen, die über die Zuständigkeit der Armee den Einsatzgruppen gegenüber auftraten. Do you know where the original or any copy of that agreement is located today? Nein. To the best of your knowledge and recollection, please explain to the tribunal the entire substance of this written agreement. In dem Abkommen war zuerst die Tatsache geregelt, dass Einsatzgruppen aufgestellt wurden und Einsatzkommandos, die im Operationsraum arbeiten sollten. Es war ein ausgesprochenes Novum, weil die Armee bis dahin die Aufgaben, die hier die Sicherheitspolizei selbstständig übernahm, in eigener Verantwortung durchgeführt hatte. Das zweite war die Regelung der Zuständigkeit im Sachlichen. You're going too fast. Jawohl. What is it that you say the Einsatzkommandos did under the agreement? Ich sagte, das zweite war die Zuständigkeit der Armee gegenüber den Einsatzgruppen und Einsatzkommandos. In dem Abkommen war festgelegt, dass die Heeresgruppen bzw. Armee gegenüber den Einsatzgruppen für Marsch und Verpflegung zuständig wäre. Die sachlichen Weisungen kamen vom Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Well, let us understand, is it correct that an Einsatzgruppe
was to be attached to each army group or army? Jeder Heeresgruppe sollte einer Einsatzgruppe zugeteilt werden. Die Einsatzkommandos dann wiederum von der Heeresgruppe den Armeen. And was the army command to determine the area within which the Einsatz group was to operate? Für die Einsatzgruppen war das Territorium ja dadurch schon bestimmt, dass sie einer bestimmten Heeresgruppe zugeteilt wurden und daher mit der Heeresgruppe marschierten. Während für die Einsatzkommandos die Territorien dann durch die Heeresgruppe bzw. durch die Armeen festgelegt wurde. Did the agreement also provide that the army command was to direct the time during which they were to operate? Das war in dem Begriff Marsch enthalten. And also to direct any additional tasks they were to perform? Jawohl. Über dem an sich vorhandenen sachlichen Weisungsrecht des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD schwebte sozusagen die Generalformel, dass die Armee Weisungen geben könnte, wenn es die operative Lage notwendig machte. What did this agreement provide with respect to the attachment of the Einsatz Group's command to the Army command? Ich kann mich nicht erinnern, ob darüber etwas Besonderes gesagt wurde. Auf alle Fälle wurde zu dem Kommando der Armee ein Verbindungsführer gestellt. Now, do you recall any other provisions of this written agreement? Ich glaube, dass ich den wesentlichen Inhalt wiedergegeben habe. What position did you occupy with respect to this agreement? Ich habe vom Juni 1941 bis zum Tode Heydrichs im Juni 1942 die Einsatzgruppe D geführt und war Beauftragter des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD bei der 11. Armee. And when was Heydrichs death? Heydrich ist Ende Mai 1942 verwundet und am 4. Juni 1942 gestorben. How much advance notice, if any, did you have of the campaign against Soviet Russia? Etwa 4 Wochen vorher. Yes. Yes. How many Einsatz groups were there and who were their respective leaders? Es gab 4 Einsatzgruppen. Die Einsatzgruppe A, B, C und D. Chef der Einsatzgruppe A war Stahlecker. Chef der Einsatzgruppe B, Nebe. Chef der Einsatzgruppe C, Dr. Rasche. Und später Dr. Thomas. Chef der Einsatzgruppe D, Ohlendorf, und später Bierkamp.
To which army was Group D attached? Die Gruppe D war keiner Heeresgruppe angeschlossen, sondern der 11. Armee unmittelbar zugeteilt. Where did Group D operate? Gruppe D operierte in der südlichen Ukraine. Will you describe in more detail the nature and extent of the area in which Group D originally operated? Naming the cities or territories. Die nördlichste Stadt war Czernowitz. Von dort nach Süden über Mogilev, Podolsk, Jampol bis Odessa. Dann östlich Nikolajew, Cherson, Melitopol, Mariupol, Danganrog, Rostov und die Krim. What was the ultimate objective of Group D? Die Gruppe D war an und für sich in Reserve gestellt und war vorgesehen für den Kaukasus. Für eine Heeresgruppe, die für diese Operation noch vorgesehen war. When did Group D commence its move into Soviet Russia? Die Gruppe D ist am 21. Juni von Düben abmarschiert und hat in 3 Tagen Piatra Neamț in Rumänien erreicht. Dort wurden bereits die ersten Einsatzkommandos von der Armee angefordert und haben sich sofort nach den Zielen, die von der Armee angegeben waren, in Marsch gesetzt. Die gesamte Einsatzgruppe ist Anfang Juli zum Einsatz gekommen. And you are referring to the 11th Army? Jawohl. In what respects, if any, were the official duties of the Einsatz groups concerned with Jews and communist commissars? Über die Frage von Juden und Kommunisten waren den Einsatzgruppen und den Einsatzkommandoführern vor dem Abmarsch mündliche Weisungen erteilt. What were their instructions with respect to the Jews and the communist functionaries? Es war die Weisung erteilt, dass in dem Arbeitsraum der Einsatzgruppen im russischen Territorium die Juden zu liquidieren seien. Ebenso die politischen Kommissare der Sowjets. And when you say liquidated, do you mean killed? Damit meine ich töten. Prior to the opening of the Soviet campaign, did you attend a conference at Preetz? Jawohl, es war die Arbeitsbesprechung, in der den Einsatzgruppen und Einsatzkommandos die Arbeitsziele und die entsprechenden Befehle erteilt wurden. Who was present at that conference? Es waren die Einsatzgruppenchefs und die Einsatzkommandoführer anwesend und vom Reichssicherheitshauptamt Streckenbach, der die Befehle Heydrichs und Himmlers überbrachte.
And what were those orders? Es waren die allgemeinen Befehle über die Arbeit, die Sicherheitspolizei und das SD ihrer Natur nach hatten und zusätzlich der Liquidationsbefehl, den ich eben schon erwähnte. And that conference took place on approximately what date? Etwa 3 oder 4 Tage vor dem Abmarsch. So that before you commenced the march into Soviet Russia, you received orders at this conference to exterminate the Jews and communist functionaries in addition to the regular professional work of the security police and SD. Is that correct? Jawohl. Did you personally have any conversation with Himmler respecting any communication from Himmler to the chiefs of army groups and armies concerning this mission? Jawohl. Himmler hat mir mitgeteilt, dass vor Beginn des Russlandfeldzuges Hitler in einer Besprechung mit den Heeresgruppen und Armeechefs, Oberbefehlshabern diese Aufgaben mitgeteilt hat und die Oberbefehlshaber angewiesen hat, dabei entsprechende Unterstützung zu gewähren. So that you can testify that the chiefs of the army groups and armies had been similarly informed of these orders for the liquidation of the Jews and Soviet functionaries. Ich glaube, dass es in dieser Form nicht richtig ist. Sie hatten keinen Liquidationsbefehl, sondern die Liquidation war Himmler für die Durchführung übertragen. Da aber die Liquidation im Raum des Oberbefehls der Heeresgruppe bzw. der Armeen stattfanden, wurde den Armeen die Unterstützung befohlen. Abgesehen davon, dass ohne diese Anweisung an die Armeen ein Tätigwerden der Einsatzgruppen in diesem Sinne nicht möglich gewesen wäre. Did you have any other conversation with Himmler concerning this order? Jawohl. Im Spätsommer 1941 war Himmler in Nikolajew. Er ließ die Führer und Männer der Einsatzkommandos antreten und wiederholte ihnen den gegebenen Liquidationsbefehl mit dem Hinweis, dass Führer und Männer, die an den Liquidationen beteiligt seien, keinerlei persönliche und eigene Verantwortung für die Durchführung dieses Befehls trügen. Die Verantwortung trüge er allein zusammen mit dem Führer. And you yourself heard that said. Jawohl. Do you know whether this mission of the Einsatz group was known to the army group commanders? Dieser Befehl und die Durchführung dieses Befehls war dem Oberbefehlshaber der Armee bekannt. How do you know that? Durch Besprechungen bei der Armee
und durch Weisungen, die von der Armee in Bezug auf diese Durchführung gegeben worden sind. Was the mission of the Einsatz groups and the agreement between OKW, OKH and RSHA known to the other leaders in the RSHA? Zumindest ein Teil der Führer, da ein Teil der Führer ebenfalls innerhalb der Einsatzgruppen oder der Einsatzkommandos im Laufe der Zeit tätig waren. Im Übrigen auch diejenigen, die mit Organisations- und Rechtsfragen zu tun hatten. Well, most of the leaders came from the RSHA, did they not? Welche Führer? The Einsatzgruppe. Das kann man nicht sagen. Die Führer in den Einsatzgruppen und Einsatzkommandos kamen aus dem ganzen Reich. Do you know whether the mission and the agreement were also known to Kaltenbrunner? Nach seinem Dienstantritt hat sich Kaltenbrunner mit diesen Fragen beschäftigen müssen und muss daher auch die Unterlagen der Einsatzgruppen, die ja seine Dienststellen waren, gekannt haben. Who was the commanding officer of the 11th Army? Der Befehlshaber der 11. Armee war zuerst Ritter von Schober und später von Manstein. Will you tell the tribunal in what way or ways the commanding officer of the 11th Army directed or supervised Einsatz Group D in carrying out its liquidation activities? In Nikolajew kam ein Befehl der 11. Armee, dass Liquidationen nur in einer Entfernung von 200 Kilometer vom Quartier des Oberbefehlshabers entfernt durchgeführt werden dürften. Do you recall any other occasion? In Simferopol wurde vom Armeeoberkommando an die zuständige Einsatzkommando die Bitte herangetragen, die Liquidation zu beschleunigen. Und zwar mit der Begründung, dass in diesem Gebiet Hungersnot drohe und ein großer Wohnungsmangel sei. Do you know how many persons were liquidated by Einsatz Group D under your direction? In dem Jahr vom Juli 1941 bis Juni 1942 sind von den Einsatzkommandos etwa 90.000 als liquidiert gemeldet worden. Did that include men, women and children? Jawohl. On what do you base those figures? Das sind Meldungen, die von den Einsatzkommandos an die Einsatzgruppe gegeben wurden. Were those reports submitted to you? Jawohl. And you saw them and read them? Bitte? And Jawohl. You saw and read those reports personally? Jawohl. And it is on those reports that you base the figures you have given the tribunal? Jawohl. Do you know how those figures compare with the number of persons liquidated by other Einsatz groups? Die Ziffern, die mir
von anderen Einsatzgruppen bekannt sind, sind erheblich größer. And that was due to what factor? Ich glaube, dass in den anderen Einsatzgruppen zu einem erheblichen Teil die Zahlen übertrieben wurden. And did you see reports of liquidations from the other Einsatz groups from time to time? Jawohl. And those reports showed liquidations exceeding those of group D. Is that correct? Jawohl. Did you personally supervise mass executions of these individuals? Ich habe bin bei zwei Massenhinrichtungen inspektionsweise dabei gewesen. Will you explain to the tribunal in detail how an individual mass execution was carried out? Ein örtliches Einsatzkommando versuchte, eine vollständige Erfassung der Juden herbeizuführen durch Registrierung. Die Registrierung wurde den Juden selbst aufgegeben. On what pretext, if any, were they rounded up? Die Zusammenfassung erfolgte unter dem Vorwand der Umsiedlung. Now will you continue? Nach der Registrierung wurden die Juden an einem Ort zusammengefasst. Von da aus wurden sie dann später zu dem Hinrichtungsort gefahren. Der Hinrichtungsort war in der Regel ein Panzerabwehrgraben oder eine natürliche Schlucht. Die Hinrichtungen wurden militärisch durchgeführt durch Pelotons mit entsprechendem Kommando. In what way were they transported to the place of execution? Sie wurden mit LKWs an den Hinrichtungsplatz gefahren, und zwar immer so viel, wie unmittelbar hingerichtet werden konnten. Auf diese Weise wurde versucht, die Zeitspanne so kurz wie möglich zu halten, in der die Opfer von dem, was ihnen bevorstand, Kenntnis bekamen, bis zu dem Zeitpunkt der tatsächlichen Hinrichtung. Was that your idea? Jawohl. And after they were shot, what was done with the bodies? Die wurden in den Panzergraben oder in der Schlucht beerdigt. What determination, if any, was made as to whether the persons were actually dead? Die Einheitsführer bzw. die Führer der Pelotons hatten den Befehl, darauf zu achten und gegebenenfalls selbst den Fangschuss zu geben. And who would do that? Das tat entweder der Einheitsführer selbst oder ein von ihm dazu bestimmter Mann. In what positions were the victims shot? Stehend oder kniend. What was done with the personal property and clothing of the persons executed?
Die Wertgegenstände wurden bei der Registrierung bzw. bei der Zusammenfassung beschlagnahmt, waren abzugeben und wurden über das Reichssicherheitshauptamt oder direkt dem Finanzministerium übergeben. Die Kleider wurden zuerst an die Bevölkerung verteilt und im Winter 41-42 von der NSV unmittelbar erfasst und disponiert. And all that personal property was registered at the time? Im Einzelnen nicht. Registriert wurden die Wertgegenstände. What happened to the garments which the victims were wearing when they went to the place of execution? Sie hatten lediglich die Oberkleidung abzulegen, unmittelbar vor der Hinrichtung. All of them? Die Oberkleidung, jawohl. How about the rest of the garments they were wearing? Die behielten die Leichen an. Was that true of not only of your group, but of the other Einsatz groups? Bei meiner Einsatzgruppe war es so befohlen. Bei anderen Einsatzgruppen ist es zum Teil anders durchgeführt. In what way did they handle it? Einige Einheitsführer verzichteten auf die militärische Liquidationsweise und führten die Tötung einzeln durch Genickschuss durch. And you objected to that procedure? Ich war gegen dieses Vorgehen, jawohl. For what reason? Weil es sowohl die Opfer als auch die, die zur Tötung befohlen waren, unnötig seelisch belastete. Now, what was done with the property collected by the Einsatzkommandos from these victims? Soweit es sich um Wertsachen handelte, wurden sie nach Berlin an das Reichssicherheitshauptamt bzw. an das Finanzministerium abgegeben. Die Dinge, die im Operationsraum gebraucht werden konnten, wurden dort unmittelbar verwendet. For example, what happened to gold and silver taken from the victims? Es wurde über Berlin abgeliefert, wie ich eben schon sagte, an das Reichsfinanzministerium. How do you know that? Ich kann mich erinnern, dass von Simferopol aus es unmittelbar so gehandhabt worden ist. How about watches, for example, taken from the victims? Die Uhren wurden auf Anforderung der Armee der Front zur Verfügung gestellt.
Were all victims, including the men, women, and children, executed in the same manner? Bis zum Frühjahr 1942, jawohl. Dann erfolgte ein Befehl des Himmlers, dass in der Zukunft Frauen und Kinder nur noch über Gastwagen zur Tötung kommen sollten. How had the women and children been killed previously? Genau wie die Männer durch erschießen. What if anything was done about burying the victims after they had been executed? Die Gräber wurden zuerst von den Kommandos angefüllt, sodass die Spuren der Liquidation nicht mehr zu sehen waren und dann mit Arbeitskommandos aus der Bevölkerung planiert. Referring to the gas vans, which you said you received in the spring of 42, what orders did you receive with respect to the use of these vans? Diese Gaswagen sollten in die Zukunft hinein für die Tötung von Frauen und Kindern verwandt werden. Will you explain to the tribunal the construction of these vans and their appearance? Den Gaswagen sah man von außen im Verwendungszweck nicht an. Es waren praktisch geschlossene Lastwagen. Sie waren so eingerichtet, dass nach Anlaufen der Motoren Gas in den Wagen geleitet wurde. Und den Tod in etwa 10 bis 15 Minuten herbeiführte. Well, explain in detail just how one of these vans was used for an execution. Die Wagen wurden mit den dafür bestimmten Opfern beladen und dann zur Beerdigungsstätte gefahren, die gewöhnlich dieselbe war, wie die für die Massenhinrichtungen verwandte. Der Transport genügte zur Tötung der Insassen. How were the victims induced to enter the van? Indem ihnen gesagt wurde, dass sie an einen anderen Platz geführt würden. How was the gas turned on? Ich kenne die einzelnen technischen Dinge nicht. How long did it take to kill the victims ordinarily? Etwa 10 bis 15 Minuten. Ohne dass die Opfer etwas davon merkten. How many persons could be killed simultaneously in one such van? Die Wagen waren von verschiedener Größe, etwa 15 bis 25. Did you receive reports from those persons operating these vans from time to time? Ich habe die Frage nicht verstanden. Did you receive reports from those who were working on the van? Ich habe Meldung dafür erhalten, dass die Einsatzkommandos die Wagen nur ungern benutzen. Why not? Weil die Beerdigung der Insassen für die Angehörigen der Einsatzkommandos eine starke Belastung war.
Now, will you tell the tribunal who furnished these vans to the Einsatz group? Die Gastwagen gehörten nicht zum Fuhrpark der Einsatzgruppen, sondern waren als Sonderkommando der Einsatzgruppe zugeteilt. Und zwar führte dieses Kommando der Konstrukteur des Wagens. Die Wagen waren vom Reichssicherheitshauptamt den Einsatzgruppen zugeteilt. Were the vans supplied to all of the different Einsatzgruppen? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur von der Einsatzgruppe D und indirekt noch, dass auch bei der Einsatzgruppe C Wagen vorhanden waren. Are you familiar with the letter from Becker to Rauf with respect to these gas vans? Ich habe diesen Brief während meiner Vernehmungen gesehen. May it please the tribunal, I'm referring to Exhibit 501 PS, U.S. Exhibit Number 288, being a letter already in evidence, a letter from Becker to Rauf. Will you tell the tribunal who Becker was? Becker ist meiner Erinnerung nach der Konstrukteur des Wagens. Er war derjenige, der die Wagen bei der Einsatzgruppe D führte. Who was Rauf? Rauf war Gruppenleiter im Amt 2 des Reichssicherheitshauptamtes. Ihm unterstand damals das Kraftfahrwesen unter anderem. Can you identify that letter in any way? Der Inhalt entspricht in etwa meinen Erfahrungen und wird daher auch richtig sein. Will you look at the letter before you and tell us whether you can identify it in any way? Die äußere Aufmachung des Briefes, ebenso die Aktenzeichen, ebenso die Abzeichnungen R gleich rauf und der Hinweis auf Pradl, der unterauf das Kraftfahrwesen bearbeite, scheinen mir die Echtheit des Briefes zu bestätigen. Inhaltlich entspricht er in etwa den Erfahrungen, die ich aus der Zeit habe. So that you believe it to be an authentic document? Jawohl. Will you now lay it aside on the table there? Referring to your previous testimony, will you explain to the tribunal why you believe that the type of execution ordered by you, namely military, was preferable to the shooting in the neck procedure adopted by the other Einsatz groups? Auf der einen Seite sollte damit erreicht werden, dass die einzelnen Führer und Männer auf militärische Weise durch Befehl die Hinrichtung vollziehen konnten und daher keinen eigenen Entschluss zu fassen brauchten,
sondern lediglich auf Befehl, auch äußerlich handelten. Zum anderen war mir bekannt, dass bei den Einzelhinrichtungen durch seelische Erregungen sich Misshandlungen nicht vermeiden ließen, da die Opfer zu früh von ihrer Hinrichtung erfuhren und daher nervenmäßig einer längeren Belastung nicht standhielten. Ebenso erschien es mir unerträglich, dass einzelne Führer und Männer diese Weise gezwungen wurden, in eigenem Entschluss eine große Zahl von Tötungen vorzunehmen. In what manner did you determine which were the Jews to be executed? Es gehörte nicht zu meiner Bestimmung, aber die Identifizierung ist durch die Juden selbst erfolgt. Dadurch, dass die Registrierung durch einen jüdischen Ältestenrat durchgeführt wurde. Did the amount of Jewish blood have anything to do with it? Ich kann mich an Einzelheiten nicht erinnern, aber ich glaube, dass hier auch die Halbjuden mit unter den Begriff fielen. What organization furnished most of the officer personnel of the Einsatzgruppen and Einsatzkommandos? Ich habe die Frage nicht verstanden. What organizations furnished most of the officer personnel of the Einsatzgruppen? Das Führungspersonal wurde von der Staatspolizei, Kriminalpolizei und einem geringen Prozentsatz vom SD gestellt. Kripo? Jawohl. Staatspolizei, Kriminalpolizei. Were there any other sources of personnel? Jawohl. Der breite Mannschaftsbestand wurde durch die Waffen-SS und die Ordnungspolizei gestellt. Die Staatspolizei stellte und die Kriminalpolizei stellten die Sachbearbeiter im Wesentlichen, während von der Waffen-SS und der Ordnungspolizei die Mannschaften gestellt wurden. How about the Waffen-SS? Die Waffen-SS sollte den Einsatzgruppen, genau wie der Ordnungspolizei, eine Kompanie stellen. How about the Order Police? How about... Die Ordnungspolizei stellte ebenfalls eine Kompanie an die Einsatzgruppen. What was the size of Einsatzgruppe D and its operating area as compared with the other Einsatzgruppen? Ich schätze, dass die Einsatzgruppe etwa zwei Drittel der anderen Einsatzgruppen hatte, bis zur Hälfte. Das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Es haben sich einzelne Einsatzgruppen im Laufe der Zeit sehr verstärkt.
May it please the tribunal, I have other questions relating to organizational matters, which I think would clarify some of the evidence which has already been in part received by the tribunal, but I don't want to take the time of the tribunal unless they feel that they want any more such testimony. I thought perhaps if any members of the tribunal had questions, they would ask this witness directly because he is the best informed on these organizational matters of anyone that will be presented in court. Can you state whether the liquidation practices which you have described continued after 1942, and if so, for how long a period of time thereafter? Mir ist nicht bekannt, dass der Grundsatzbefehl aufgehoben worden ist. Aber ich kann mich nicht an Einzelheiten erinnern, die die Möglichkeit geben würden, konkrete Aussagen darüber zu machen. Zumindest nicht in Bezug auf Russland. Denn es haben ja sehr bald die Rückzüge eingesetzt, sodass der Operationsraum der Einsatzgruppen immer mehr schwand. Mir ist aber bekannt, dass weitere Einsatzgruppen mit entsprechenden Befehlen auch für andere Räume vorgesehen waren. Your personal knowledge extends up to what date? Ich habe die Frage, ist eben nicht durchgekommen. Ist noch nicht durchgekommen. Your personal knowledge of these activities extends up to what date? Ich habe die Frage nicht durchbekommen. Will you repeat the question? Yeah. Your personal knowledge of these activities extends up to what date? His airphones were reversed. There must be some technical defect. Jetzt ist wieder hörbar. Ja. Can you hear now? Can you hear now? Jawohl. The question was, your personal knowledge of these liquidation activities goes up to what date? In Bezug auf die Judenliquidation ist mir bekannt, dass entsprechende Verbote etwa 6 Monate vor Schluss des Krieges kamen. Ich habe im Übrigen ein Dokument gesehen, wonach die Liquidation von Sowjetkommissaren eingestellt werden sollte. Ein genaues Datum kann ich mich nicht erinnern. Do you know whether, in fact, it was so terminated? Ich glaube ja. The
The tribunal would like to know the number of men in your Einsatz group. In meiner Einsatzgruppe werden etwa 500 Personen gewesen sein. Außer denjenigen, die hilfsweise hinzugezogen wurden aus dem Lande selbst. Including them, do you say? Ausschließlich derjenigen, die aus dem Lande selbst dazugenommen wurden. Do you know how many there would be in other groups? Ich schätze, dass im Anfang 700 bis 800 da gewesen sein werden. Aber wie ich vorhin schon sagte, hat sich diese Zahl im Laufe der Zeit sehr schnell verändert. Und zwar dadurch, dass einzelne Einsatzgruppenchefs Leute nachzogen, beziehungsweise es ihnen beim Reichssicherheitshauptamt gelang, weiteres Personal zu bekommen. The numbers increased, did they? Die Zahlen wuchsen an, jawohl. Yes. Now there are perhaps just a half a dozen of these questions I would like to ask, because I do think they might clear up in the minds of the tribunal some of the evidence which has gone before. I should be very brief if that is satisfactory to the tribunal. Yes. Will you explain the significance of the different widths of the blue lines on the chart? Die starke blaue Linie zwischen der Position Himmler als Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei und dem Reichssicherheitshauptamt ist gewählt, um die Intensität der Dienststelle der Chefs der Sicherheitspolizei und des SD in ihrer Aufgabenstellung hervorzuheben. Es handelte sich hier um ein Amt, in dem sowohl ministerielle Führungsfragen als auch einzelne Exekutivfragen bearbeitet wurden. Nämlich geschlossen der Fragenkreis der Sicherheitspolizei und des SD. Das Organisationsschema gibt aber rechtlich, verwaltungsmäßig gesehen, einen illegalen Zustand wieder, der darin besteht, dass das Reichssicherheitshauptamt als Begriff niemals offizielle Gültigkeit gehabt hat. Der formelle gesetzliche Zustand war ein anderer, als er in dem Bild in Erscheinung tritt. Es waren hier staatliche Dienststellen und Parteidienststellen mit verschiedenen Befehlswegen zusammengefasst. So sind unter dieser Bezeichnung weder Verordnungen noch Gesetze noch auf gesetzlicher Grundlage beruhende Erlasse herausgekommen. Das lag daran, dass die Staatspolizei in ihrer Ministerialinstanz nach wie vor abhängig war vom Innenministerium, während der SD trotz dieser Konstruktion ein Parteiorgan war. Wenn ich also das Schema nach der Verwaltungssituation rechtlich wiedergeben wollte, so müsste ich zum Beispiel anstelle des Amtes 4 das Amt Politische Polizei des früheren Hauptamtes Sicherheitspolizei nennen.
dieses Amt politische Polizei hat formell bis zuletzt bestanden und war hervorgegangen aus der Polizeiabteilung des Reichsinnenministeriums. Gleichzeitig war auch formell bestehen geblieben das Geheime Staatspolizeiamt, die Zentrale der preußischen Geheimen Staatspolizei. Dem Führungsorgan sämtlicher politischen Polizeien der Länder. So wurden die Ministerialfragen auch weiterhin unter dem Kopf des Reichsministers des Inneren abgewickelt. Soweit die Betonung notwendig war auf die formelle Zuständigkeit des Innenministeriums, erschien sie unter dem Kopf Reichsminister des Innern mit dem Aktenzeichen voll, dem früheren Zeichen der Polizeiabteilung des Innenministeriums und dem entsprechenden Aktenzeichen des zuständigen Amtes des früheren Hauptamtes Sicherheitspolizei. Zum Beispiel Aktenzeichen voll S gleich Sicherheitspolizei, V gleich Amt, Verwaltung und Recht. Das Reichssicherheitshauptamt war also lediglich eine Tarnbezeichnung, die die tatsächlichen Verhältnisse nicht richtig wiedergaben, aber dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD als zusammenfassende Bezeichnung für den Chef des Hauptamtes Sicherheitspolizei und dem bis 1939 bestehenden Chef des SD-Hauptamtes die Möglichkeit zu geben, jeweils den einen oder den anderen Briefkopf zu benutzen. Gleichzeitig gab es ihm die Möglichkeit einer internen Zusammenfassung der Kräfte und einer Aufteilung der Arbeitsgebiete nach sachlichen Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten. Aber es blieb dabei, dass in diesem Amt staatliche Dienststellen in einer gewissen Abhängigkeit vom Innenministerium blieben und die Ämter aus dem SD Parteiämter blieben. Das SD-Hauptamt bzw. das Reichssicherheitshauptamt hat formell nur die Bedeutung eines SS-Hauptamtes gehabt. Eines Hauptamtes, über das die SS-Angehörigen der Sicherheitspolizei und des SD zur SS gehörten. Aber es wurden für die staatlichen Dienststellen damit von der SS, das heißt Himmler als Reichsführer SS, keine sachlichen Weisungsbefugnisse gegeben. I'm not sure that I follow altogether what you've been saying, but is what you've been saying
the reason why you are shown on the chart as concerned with AMP 3, which refers apparently only to inside Germany, whereas, according to your evidence, you were the head of Einsatz Group D, which was operating outside Germany. Die Tatsache, dass ich eine Einsatzgruppe geleitet habe, hat mit der Stellung als Chef des Amtes 3 nichts zu tun, sondern wurde mir als Person gegeben und nicht als Leiter des Amtes 3. Ich kam also als Leiter einer Einsatzgruppe in eine völlig neue Funktion und in eine völlig von der bisherigen Dienststelle getrennten Dienststelle. I see. And did it involve that you left Germany and went into the area invaded in the Soviet Union? Jawohl. Will you now explain the significance of the dotted blue lines as compared with the solid blue lines on the right-hand side of the chart? Die festen Linien bedeuten einen unmittelbaren Befehlsweg, während die punktierten Linien bedeuten, dass hier in der Regel kein unmittelbarer Befehlsweg bestand. Was the term SD ever used to include both SIPO and SD? Der SD ist im Laufe der Jahre immer mehr völlig verkehrt gebraucht worden. Er hat sich als Abkürzung für Sicherheitspolizei und SD eingebürgert, ohne dazu an sich geeignet zu sein. SD war ursprünglich nur Bezeichnung für die Tatsache, dass jemand der SS über das SD-Hauptamt angehörte. Als das SD-Hauptamt aufgelöst wurde und im Reichssicherheitshauptamt aufging, ist daher auch die Frage aufgeworfen, statt der Bezeichnung SD, die auch als Rune an dem Ärmel des betreffenden SS-Mannes geführt wurde, eine neue Rune oder eine neue Abkürzung, zum Beispiel RSHA, zu verwenden. Es ist dazu nicht gekommen, weil damit die Tarnung des RSHA gefährdet gewesen wäre. Aber wenn ich zum Beispiel in einem Führerbefehl gelesen habe, dass in Frankreich Personen an den SD übergeben werden sollten, so ist das zum Beispiel eine solche falsche Anwendung des SD, da es in Frankreich solche Dienststellen gar nicht gab und andererseits dem SD, soweit er in Ämtern, zum Beispiel im Amt 3, als Dienststelle existierte, keinerlei Exekutivgewalt zustand, sondern ein reiner Nachrichtenapparat war. And briefly, what was the relationship between the SS and the Gestapo? Die Beziehungen zwischen SS und Gestapo bestanden darin, dass der Reichsführer SS als solcher die Polizeiaufgaben übernommen hatte und versuchte, Staatspolizei und SS miteinander eng zu verbinden,
Das heißt, auf der einen Seite nur noch Staatspolizeiangehörige zu beschäftigen, die SS-fähig waren, und auf der anderen Seite die Einrichtungen der SS, zum Beispiel die Schulung und die Nachwuchserziehung der Waffen-SS, zu benutzen, um auch für die Staatspolizei den Nachwuchs auf diese Weise zu bekommen. Diese Zusammenfassung wurde ja auch später fortgesetzt, als er versuchte, denselben Zusammenhang zwischen SS und Innenministerium bzw. der gesamten inneren Verwaltung herbeizuführen. About how many full-time agents and honorary auxiliary personnel did the SD employ? Ja, also auch in diesem Zusammenhang kann man den Begriff SD nicht gebrauchen, sondern man muss hier unterscheiden zwischen dem Amt 3 und dem Amt 6. Das Amt 3 als Inlandsnachrichtendienst hatte etwa insgesamt 3000 hauptamtliche Angehörige, einschließlich Männer und Frauen. Dagegen arbeitete der Inlandsnachrichtendienst wesentlich mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Das heißt, mit Männern und Frauen, die die Erfahrungen ihres Berufes oder ihrer Umgebung dem Inlandsnachrichtendienst zur Verfügung stellten. Diese Zahl schätze ich auf etwa 30.000. Will you briefly give the tribunal a general example of how a typical transaction was handled through the channels indicated on the chart? Erst ein allgemeines Beispiel, das ich der Deutlichkeit konstruiere. Himmler hatte in der Lage erfahren, dass immer mehr Saboteure durch Flugzeuge über den deutschen Heimatraum abgeworfen wurden und Transport- und Fabrikanlagen gefährdeten. Er teilte dieses Kaltenbrunner als Chef der Sicherheitspolizei mit der Weisung, seine Organe auf diesen Tatbestand hinzuweisen und Vorkehrungen zu treffen, dass diese abgeworfenen Saboteure so schnell und so umfassend wie möglich ergriffen würden. Kaltenbrunner beauftragte den Amtschef 4, das heißt die Staatspolizei, mit der Vorlage eines entsprechenden Erlasses an die regionalen Dienststellen. Dieser Erlass wurde von der zuständigen sachbearbeitenden Stelle des Amtes 4 entworfen und nunmehr entweder von Müller unmittelbar an die Staatspolizeistellen im Reiche herausgegeben oder aber, was wahrscheinlicher ist, wegen der Wichtigkeit der Frage und der Notwendigkeit, auch gleichzeitig die anderen Dienststellen der Sicherheitspolizei darauf aufmerksam zu machen, den Erlassentwurf an Kaltenbrunner gab, der ihn nunmehr unterschrieb und an die übrigen Dienststellen im Reich herausgab. Aufgrund dieses Erlasses wurde zum Beispiel angewiesen, dass die Staatspolizeistellen
sowohl ihre Maßnahmen als auch die jeweiligen Erfolge zu berichten hätten. Diese Berichte gingen denselben Weg rückwärts von der regionalen Dienststelle draußen an die sachbearbeitende Dienststelle im Amt 4, von da an den Amtschef 4, von da an den Chef der Sicherheitspolizei Kaltenbrunner und von da an den Chef der deutschen Polizei, Himmler. And finally, will you give a specific example of a typical transaction handled through the channels indicated on the chart? Das Beispiel für die Verhaftung von führenden Männern der Linksparteien nach den Ereignissen vom 20. Juli. Auch diese Weisung kam aus der Lage und wurde von Himmler an Kaltenbrunner gegeben. Von Kaltenbrunner wiederum dem Amt 4 ein entsprechender Erlassentwurf aufgegeben und dieser Erlassentwurf an die Dienststellen von Kaltenbrunner gezeichnet und herausgegeben. Die Berichterstattung von unten nach oben wiederum auf demselben Wege. May it please the tribunal, the witness is now available to other counsel. I understand that Colonel Prokofsky has some questions that he wishes to ask on behalf of the Soviet. Показания свидетеля имеют значение для выяснения тех вопросов, над докладом которых в суду работает советская делегация. Поэтому с разрешения суда я хотел бы задать несколько вопросов свидетелю Оллендорфу. Вы сказали, свидетель, что два раза присутствовали в качестве инспектора при массовых казнях. По чьему приказанию вы были инспектором при казни? Bei den Hinrichtungen war ich auf eigene Initiative anwesend. I didn't hear the answer to that. Присутствовали инспектора. Bei den Hinrichtungen war ich auf eigene Initiative hin anwesend. The answer hasn't come through yet. Bei den Hinrichtungen war ich auf eigene Initiative hin anwesend. Но вы сказали, что вы присутствовали как инспектор. Ich
ich habe gesagt, zur Inspektion. Это была ваша инициатива? Jawohl. При казнях всегда присутствовал кто-нибудь из высших руководителей для инспектирования. Wenn es mir irgendwie möglich war, habe ich einen der Angehörigen des Einsatzgruppenstabes zu den Hinrichtungen geschickt. Aber es war bei der großen Entfernung des Raumes der Einsatzgruppe nicht immer möglich. С какой целью посылалось лицо для инспектирования? Würden Sie die Frage nochmal wiederholen? Какой целью посылался инспектор? Festzustellen, ob meine Weisungen, wie bei der Hinrichtung zu verfahren war, auch durchgeführt würden. Следует ли вас понять таким образом, что инспектор должен был убедиться в том, что казнь действительно произведена? Nein, das würde die Sache nicht richtig wiedergeben, sondern er sollte sich überzeugen, ob die Bedingungen bei der Hinrichtung, die ich gestellt hatte, durchgeführt wurden. Какие условия вы имеете в виду? Erstens der Ausschluss der Öffentlichkeit. Zweitens die militärische Durchführung im Peloton. Drittens der reibungslose Ablauf des Herantransportes und der Durchführung der Liquidation, um unnötige Erregungen zu vermeiden. Viertens die Überwachung der Eigentumsbehandlung, um jede Bereicherung zu vermeiden. Es können sich aus der damaligen Situation noch Einzelheiten ergeben haben, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Auf alle Fälle sollten jede Misshandlungen durch diese Maßnahmen vermieden werden. Und zwar sowohl seelische als auch körperliche. Когда вы сказали относительно наблюдения за судьбой имущества, вы имели в виду необходимость изъятия всех ценностей? Denn die Wertgegenstände wurden bereits vor der Hinrichtung abgegeben, und zwar von dem jüdischen Ältestenrat selbst gesammelt und dem örtlichen Einsatzkommando übergeben. Так о каком имуществе идет речь? Zum Beispiel also um Gold oder Silber oder um Wertpapiere. Вы хотели обеспечить правильное, по вашему мнению, направление этого имущества или наиболее полное его изъятие? Jawohl. Вы сказали относительно дурного обращения. Что вы понимали под дурным обращением при казнях? Wenn zum Beispiel die Art der Hinrichtung nicht vermeiden konnte, dass Erregungen und Ungehorsam bei den Opfern aufkamen und so die
bei der Liquidation befindlichen Kommandos eben mit Gewalt die Ordnung durchsetzen mussten. Что вы понимаете под подавлением с помощью насильственных мер? Что вы понимаете под насильственным подавлением волнения, возникающего среди жертв? Also wenn, wie ich eben schon sagte, zur Herbeiführung der ordnungsmäßigen Liquidation zum Beispiel Schlagen angewandt werden musste. Необходимо было бить жертв? Also ich habe keinen solchen Fall gesehen, aber ich habe davon gehört. От кого? In Gesprächen mit Angehörigen anderer Kommandos. Вы сказали, что для казни применялись машины, автомобили. Jawohl. Не знаете ли вы, где и с помощью кого изобретатель Беккер реализовал свое изобретение? Ich habe nur in Erinnerung, dass es im Rahmen des Amtes 2 des Reichssicherheitshauptamtes geschehen ist. Ich kann es aber nicht mit Bestimmtheit sagen. Сколько было казнено с помощью этих автомобилей? Ich habe die Frage nicht verstanden. Сколько человек было казнено с помощью таких автомобилей? Ich kann die genaue Zahl nicht angeben, aber es sind nur verhältnismäßig sehr wenige gewesen. Ich schätze einige hundert. Вы сказали, что в этих машинах казнили главным образом женщин и детей. По каким соображениям? Es war ein ausdrücklicher Befehl Himmlers. Und zwar sollten die Kinder und Frauen auf diese Weise der seelischen Belastung, der Exekutionshandlung nicht ausgesetzt werden und ebenso die Männer, die zu einem großen Teil verheiratet waren, nicht gezwungen werden, auf Frauen und Kinder zu schießen. Наблюдал ли кто-нибудь за поведением казнимых в этих машинах? Jawohl, der Arzt. Известно ли вам, что Беккер докладывал о том, что смерть в этих машинах была особенно мучительной? Nein. So, ich habe von Beckers Meldungen zum ersten Mal in dem Brief an Rauf gelesen, der mir hier vorgelegt worden ist. Im Gegenteil, ich weiß von der Meldung des Arztes, dass die Opfer von dem eintretenden Tode keine Empfindung hatten. Участвовали ли в массовых казнях военные подразделения?
армейские подразделения, я хочу сказать. In der Regel nicht. А как исключение? Ich meine in Erinnerung zu haben, dass sowohl in Nikolajew als auch in Simferopol vorübergehend ein Zuschauer von dem Armeeoberkommando dabei gewesen ist. С какой целью? Das kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich, um sich selbst persönlich zu informieren. А воинские части выделялись в этих местах для исполнения казни? Die Armee hat offiziell keine Abteilungen gestellt, wie überhaupt die Armee an und für sich gegen die Liquidationen war. А фактически? Haben sich freiwillige Abteilungen hier und da zur Verfügung gestellt. Allerdings ist mir im Augenblick kein Fall bekannt aus der Armee selbst, sondern lediglich aus dem Heeresgefolge. Вы давали показания относительно того, кто подлежал уничтожению. Только ли одних евреев предавала казни Einsatzgruppe? Или точно так же, как и евреи, подвергались казням коммунисты, коммунистические чиновники, как вы называли их в своих инструкциях? Jawohl, und zwar Aktivisten, und zwar war immer der Begriff politische Kommissare. Nicht die Tatsache der kommunistischen Parteizugehörigkeit war für eine Verfolgung oder für eine Tötung ausreichend. Специального выяснения, какую роль выполнял этот человек в коммунистической партии, никто не производил. Would the interpreter from Russian into English hold the microphone a little bit further away from his mouth? Go on, Colonel. Go on, Colonel Petrov. Я понял вас так, что факт принадлежности коммунистической партии служил достаточным основанием для того, чтобы человек был казнен. Nein, sondern ich sagte das Gegenteil. Die Tatsache der Angehörigkeit zur kommunistischen Partei war nicht ausschlaggebend. Und zwar weder zur Verfolgung überhaupt eines Menschen noch zur Hinrichtung, sondern es war eine besondere politische Funktion vorausgesetzt. Имели ли вы какой-либо разговор по вопросу о присланных из Берлина душегубках и об их работе? Ich habe die Frage nicht verstanden. Приходилось ли вам беседовать с кем-либо из ваших сослуживцев или начальников по вопросу о присланных в вашу группу автомобилях для казни и о работе этих автомобилей? Ich verstehe den Sinn der Frage nicht. Приходилось ли вам говорить с кем-либо из ваших начальников и сослуживцев по поводу того, что в вашу группу, Einsatzgruppe D, были присланы из Берлина автомобили для приведения в исполнение казни?
Вспоминаете ли вы такой разговор? An eine konkrete Unterredung könnte ich mich nicht erinnern. Были ли у вас сведения о том, что члены Einsatzgruppe, команды, которые приводили в исполнение казни, неохотно пользуются автомобилями, душегубками? Dass Einsatzkommandos sich der Vergasungswagen bedienten. Davon hatte ich Kenntnis. Нет, я имею в виду другое. Я хочу выяснить, получали ли вы сведения о том, что члены оперативных команд неохотно избирают такой вид казни, а предпочитают другие способы казни. Also den Gastwagen lieber benutzten als die Tötung. Durch Erschießen. Наоборот, наоборот. Что они охотнее пользовались расстрелами, чем газовыми машинами. Jawohl, das habe ich vorhin schon ausgeführt, dass der Gaswagen in den... А по каким причинам они охотнее пользовались расстрелами, чем газовыми машинами? Ich sagte vorhin schon, deswegen, weil das Ausladen nicht der Leichen eine nach Ansicht der Einsatzkommandoführer unnötige seelische Belastung darstellte. Что вы имеете в виду под нехорошим психологическим зрелищем? Под нехорошим зрелищем с психологической точки зрения. Soweit ich mich an die damaligen Zustände erinnere, an die Lage nicht mehr der Leichen und dadurch, dass wahrscheinlich bestimmte Funktionen des Körpers ausgelöst wurden, die eben die Leichen im Schmutz liegen ließen. Вы хотите сказать, что на жертвах было явно заметно то страдание, которое они испытывали перед смертью? Я правильно вас понял? Die Frage verstehe ich nicht. Sie meinen, während der Tötung im Gaswagen? Da. Daraufhin kann ich nur wiederholen, was mir der Arzt gesagt hat, dass die Opfer von der Tötung im Gaswagen keine Empfindung hätten. Тогда совершенно непонятно ваш ответ на мой предыдущий вопрос, что разгрузка этих машин производила очень тяжелое впечатление на членов команды. Ja, wie ich sagte, durch die Lage nicht mehr der Leichen und durch den Zustand, in dem sich der Wagen wahrscheinlich beschmutzt und so weiter befand. У меня больше нет вопросов на данной стадии суда к этому свидетелю. Does the prosecutor for the French Republic desire to put any questions to the witness? Does the counsel for Kaltenbrunner desire to cross-examine now or at a later date?
Vielleicht kann ich einige wenige Fragen jetzt stellen. Mit der Bitte, mir die Ergänzung des Kreuzverhörs vorzubehalten. Nachdem ich mit Kaltenbrunner gesprochen habe. Sehr wohl. Seit wann ist Kaltenbrunner in Ihren Gesichtskreis getreten? Darf ich eine Bitte aussprechen? Darf ich mich hinsetzen? Bitte. Ich habe Kaltenbrunner zum ersten Mal gesehen auf der Fahrt von Berlin ins Hauptquartier Himmlers, als Kaltenbrunner zum Chef der Sicherheitspolizei und des SD eingesetzt werden sollte. Vorher habe ich nur die Tatsache seiner Existenz gekannt. Nicht gekannt? Nur die Tatsache seiner Existenz gekannt. Kamen Sie mit Kaltenbrunner persönlich in dienstliche oder private Gespräche, nachdem er Chef des Reichssicherungshauptamtes geworden war? Ja, selbstverständlich. Kennen Sie seine Gedankengänge beispielsweise zur Judenfrage? Mir ist keine besondere Stellungnahme Kaltenbrunners bekannt. Zur Kirchenfrage. In der Kirchenfrage lehnte er den antikirchlichen Kurs, wie er in Deutschland gesteuert wurde, ab. Wir waren in Übereinstimmung darüber, dass mit der Kirche eine Verständigung herbeigeführt werden müsste. Wissen Sie, wie er dachte, in der Frage der Liquidierung von Zivilgefangenen, Fallschirmabspringern und so weiter? Nein. Ist Ihnen bekannt, dass Kaltenbrunner bestrebt war, sich besonders des SD zu bedienen, um die im Führerstaat fehlende Kritik zu ersetzen? Ja, das war die Aufgabe des SD auch schon bevor Kaltenbrunner kam. Und er hat diese Arbeit durchaus sachlich unterstützt. Wait. Dies war die Aufgabe des SD, auch schon bevor Kaltenbrunner kam. Und er hat die Tendenz dieser Arbeit sachlich gebilligt und unterstützt. Ist Ihnen irgendwie unmittelbar oder mittelbar bekannt, dass Kaltenbrunner keine Befugnis hatte, Exekutive auszuüben? Also beispielsweise, dass er keine Befugnis hatte, Menschen in das Konzentrationslager zu bringen oder solche Menschen herauszunehmen, dass diese ganzen Dinge vielmehr ausschließlich in Händen Müller, in Händen Himmlers und Müllers lagen? Diese Frage ist, glaube ich, zu allgemein und zu weit, um konkret beantwortet werden zu können. Sondern ich glaube, dass man die Frage auflösen müsste. Wenn Sie die Frage stellen, ob Kaltenbrunner Exekutivhandlungen veranlassen konnte,
dann muss ich die mit Ja beantworten. Wenn Sie weiterhin Müller und Himmler unter Ausschaltung von Kaltenbrunner nennen, dann muss ich darauf hinweisen, dass nach der Konstruktion des Reichssicherheitshauptamtes Müller Untergebener von Kaltenbrunner war und daher auch Befehle von Himmler an Müller, Befehle an Kaltenbrunner waren und Müller verpflichtet war, Kaltenbrunner zu unterrichten. Andererseits ist sicher, dass gerade in Bezug auf die Konzentrationslager, und zwar sowohl die endgültige Einweisung als auch die Herauslassung, wesentlich von Himmler bestimmt wurde. Ich kann sagen, dass es mir absolut bekannt ist, dass ein Ausdruck, der oft gefallen ist, bis zur letzten Waschfrau Himmler sich persönlich die Entscheidung vorbehielt. Ob Kaltenbrunner keinerlei Befugnisse in dieser Beziehung gehabt hat, kann ich nicht behaupten. Haben Sie persönlich Originalbefehle und Originalunterschriften Kaltenbrunners gesehen, die die Liquidierung von Sabotagetrupps und so weiter betrafen? Nein. Ist Ihnen unmittelbar oder mittelbar bekannt, dass nach dem Tode Heydrichs eine zwar nicht formelle Änderung eintrat, dass aber doch ein anderer und milderer Kurs gesteuert wurde von Kaltenbrunner? Ich könnte diese Frage nicht konkret mit Material beantworten. Ja, ich stelle diese Frage zurück. Ich komme jetzt zu einer anderen Frage. War Kaltenbrunner bekannt, dass Sie Einsatzführer waren im Osten? Jawohl. Wer hatte Ihnen diesen Einsatzbefehl gegeben? Heydrich. Heydrich hatte Ihnen den gegeben? Jawohl. Also das war vor der Zeit? Selbstverständlich. Ja. Ich habe im Augenblick keine Fragen mehr. Свидетель Оллендорф. Вы можете ответить, до какого времени существовала оперативная группа, которую вы возглавляли? Der Einsatzstab ist noch mit in den Kaukasus gegangen und ist dann zurückgeführt. Und soweit ich mich erinnere, ist ein Kampfkommando daraus gebildet unter dem Namen Bierkampf, die beim Bandenkampf eingesetzt worden ist. Von da ist die Einsatzgruppe dann meiner Erinnerung nach völlig aufgelöst. Bierkamp kam ins Generalgouvernement und hat auch eine große Zahl seiner Leute mit nach dort genommen. А вы чем занимались после того, когда Бирком выехал? Also man kann, glaube ich, sagen, dass die Einsatzgruppe
mit dem Rückzug aus dem Kaukasus zu bestehen aufgehört hat. Sie hat dann wehrmachtsähnliche Aufgaben übernommen. Unter dem unmittelbaren Befehl des Befehlshabers der Sicherheitspolizei in der Ukraine und vor allem dem höheren SS- und Polizeiführer Ukraine. Она перешла в другое подчинение только. Я так понял. Но функции, которыми она прежде занималась, продолжала выполнять. Nein, sondern sie ist dann zu einer tatsächlichen Kampfeinheit geworden. Что это значит? Против кого она вела боевые действия? Im Rahmen der Operationen, die gegen die Bandenbewegung angesetzt wurden. Можете вы сказать более конкретно, что именно делала? Эта группа. Nach dem Rückzug. Да, вот когда вы говорите о том, что функции изменились, что она вела борьбу против партизан и еще не знаю кого. Also ich habe konkret, ich habe keine konkreten Erfahrungen selbst. Sie wird nach meinem Dafürhalten sowohl Aufklärung gegenüber den Bandeneinheiten zu tun gehabt haben und auch selbst im militärischen Einsatz gestanden haben. Но казнями занималась? Also das kann ich für diesen Zeitpunkt nicht mehr sagen. Denn sie kamen ja jetzt in Gebiete, für die diese Aufgabenstellung nicht mehr in Frage kam. Вы в своих показаниях говорили о том, что оперативная группа имела целью уничтожение евреев и комиссаров. Правильно? Also nicht der, а к какой категории вы относили детей? Kinder kamen ja, по каким мотивам истребляли детей? Es war ja der Befehl, dass die jüdische Bevölkerung total auszurotten wäre. В том числе и дети. Jawohl. Только ли детей евреев уничтожали? Jawohl. А детей тех, кого вы относили к категории комиссаров, тоже уничтожали? Es ist nie mir ist nicht bekannt, dass jemals nach der Familie eines Kommissars geforscht worden ist. Вы отчеты о тех казнях, которые проводила группа, представляли куда-либо? Нет, вы лично представляли отчеты об истреблении тех тысяч людей, что вы проделывали? Сами вы лично представляли отчеты? Nach oben. Also die Berichte liefen von den Einsatzkommandos, die ja die Aktionsträger waren, an die Einsatzgruppe. Und die Einsatzgruppe berichtete an das Reichssicherheitshauptamt. Куда именно?
Die gingen an den Chef der Sicherheitspolizei persönlich und an die... Personal, ne? Persönlich, jawohl. Personal, Familie, der начальник полицейской. Jawohl. Jetzt Familie, можете назвать? Heydrich damals. После Гейдриха? Ja, ich habe keine Zeit mehr erlebt. Aber es war ja allgemein so befohlen. Я спрашиваю, после Гейдриха продолжали представлять донесения или нет? Ich war nach Heydrichs Tod nicht mehr im Einsatz. Aber die Berichterstattung ist selbstverständlich fortgesetzt. Вам известно, продолжались донесения эти или прекратили представлять донесения после того, как был убит Гейдрих? Jawohl. Что? Nein, die Berichterstattung ist fortgesetzt. Вот та... Так. Та деятельность по истреблению советских людей, которые вы осуществляли, соответствовала она политике правительства Германии и нацистской партии или находилось в противоречии с политикой партии и правительства? Вам понятен вопрос? Jawohl, hier muss man unterscheiden. Der Befehl zu der Liquidation kam von dem Führer des Reiches und zur Ausführung war der Reichsführer SS bestimmt. Но это находилось в соответствии с политикой, проводившейся нацистской партией и правительством. Или это находилось в противоречии с политикой? Ja, Politik ist bereits Tätigkeit. Also insofern ist es eben eine Politik, die vom Führer bestimmt war. Wenn Sie die Frage stellen würden, ob es mit der Idee des Nationalsozialismus übereinstimmt, dann würde ich das verneinen. Я говорю о практике. I understood you to say that objects of value were taken from the Jewish victims by the Jewish Council of Elders. Jawohl. Did the Jewish Council of Elders settle who were to be killed? No. How did they know who was to be killed? Der jüdische Ältestenrat bestimmte, wer Jude war, indem er die einzelnen Juden registrierte. And when they registered them, did they take their valuables from them? Das wurde verschieden nicht mehr gemacht, soweit ich mich erinnern kann, wurde dem Ältestenrat gleichzeitig der Befehl zur Einsammlung der Werte gegeben. So that the Jewish Council of Elders wouldn't know whether or not they were to be killed. Jawohl. The Council on behalf of the defendants will... Do you want to ask any more? Yes, I do. We'll adjourn now until 2:05.